Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video mal wieder seit langem, ich glaube, dieses Format haben wir 2 bis 3 Mal bisher gemacht, machen wir 2 ganz entspannte Runden Custom Games. 50 Spieler gegen andere 50 Spieler. Die Aufteilung sieht so aus. Controller gegen Maus und Tastatur. Die dürfen sich untereinander natürlich nicht killen. Und wir machen das so, dass die Maus- und Keyboard-Spieler hier oben landen müssen. Die Controller-Spieler hier unten. Die Controller-Spieler haben die Skinfarbe rot und die Maus- und Keyboard-Spieler haben die Farbe blau. Hier in der Mitte ist so ein bisschen Kriegszone, also da dürfen die alle gegeneinander fighten und am Ende dürfen die natürlich über die Linie hier hinaus und dann sich gegeneinander halt angreifen. Und dann ganz am Ende, wenn die Controller beispielsweise gewonnen hat, dürfen die sich dann auch nochmal gegeneinander fighten. Dann gucken wir einfach, wer in der Runde der beste Controller-Spieler war. Gleich gilt für Maus und Tastatur. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Runde rein. Das hat auf jeden Fall ein Like da, Leute. Ich würde sagen, go, Junge. So, Leute, wir sind jetzt hier im 50 Controller gegen 50 Maus- und Keyboard-Spieler. Ich erkläre euch einmal nochmal kurz, falls ich es noch nicht erklärt habe. Hier oben landen, glaube ich, die blauen Skins. Das sind die Maus- und Keyboard-Spieler. Die dürfen hier landen. In der Mitte dürfen beide Parteien landen. Da wird auch direkt gefightet. Hier unten dürfen die Controller-Spieler landen. Das sind die roten Skins. Die roten Skins dürfen sich untereinander nicht killen und die blauen Skins dürfen sich ebenso untereinander nicht killen. Und man muss natürlich eindeutig sehen, wer in Team Rot oder in Team Blau drin ist. Und hier haben wir beispielsweise schon mal den Albo. Hä, der spielt mit Controller? Nein. Spielt Albo echt auf Controller? Wirklich? Lol. Bester Controller-Spieler auf der Welt oder was? Also jetzt nimmt das Ganze nochmal anders vor. Ich wusste gar nicht, dass der auf Controller spielt. Der spielt richtig gut, Leute. Ich bin gespannt. Immer erst mein Herz hier. Guck mal, alles auf Rot. Krass. Leute, Controller-Spieler. Das ist krass. Ich habe gedacht, Maus- und Keyboard-Spieler. Joan Prime 77. Wenn ihr mal dabei sein wollt, bei so einem schönen, entspannten Turnier, da kommt doch gerne mal auf Kick vorbei. Wir machen solche Geschichten immer on-stream, eigentlich auch immer spontan, meistens am Wochenende. Würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, dann würde ich mal einfach mal auf Spontano Reno jetzt mal mich hier so ein bisschen durchmogeln. Late Trees mit dem Hacker-Skin, Sternpicke, guten Loot, ja. Auch in Team Rot. Wir gehen mal einmal kurz so ein bisschen durch. Aber ich glaube, es werden mehr Controller-Spieler als Maus- und Keyboard-Spieler spielen. Ja, das ist so ein gutes Rot noch. Ist okay. Real Next. Dann haben wir hier noch Tim. Hä? Ach so, nee, stimmt ja, blau. Maus und Keyboard. Tim, du bist also Maus- und Keyboard-Spieler. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja oder nein? Ja? Nein? Hat der überhaupt Stream an? Nee, nee, der hat, glaube ich, Stream ausgemacht. Weil, ja doch, ist okay, okay, ist... Ja, okay, dann habe ich mich nicht vertan. Du spielst doch gar nicht auf Controller, Galado. Hör auf zu lügen. Niemals, doch. Lol, okay. Olaf, auch in Team Rot. Wir gehen mal ein bisschen durch. Blau, 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 rot, blau, rot, rot, rot. Oha, blau, blau, blau. Rot, rot. Ja, okay, ist, glaube ich, echt gut. 50-50 aufgeteilt. Wir machen das auch so, also wenn jetzt am Ende dann Rot beispielsweise gewonnen hat oder Blau, dass die Leute dann untereinander auch nochmal fighten werden, dass wir das so auf Scrims-Basis machen. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen gibt eure Waffen und so nicht ab, gibt auch keinen Loot ab. Am Anfang seid ihr als Team natürlich zusammen, aber am Ende könnte es sich dann vielleicht ändern. Aber jetzt am Anfang natürlich die roten Team miteinander und die blauen Team miteinander, ne? Aber wenn dann das jeweilige Team gewonnen hat, dann gehen wir dann halt eben so vor, damit wir dann einfach vielleicht nochmal sehen, wer der beste Controller oder wer der beste Maus- und Keyboard-Spieler in dieser Runde war. Obwohl es eigentlich nichts heißt, wenn du den ersten Platz holst, weil du kannst auch einfach ein bisschen Glück haben. Und ihr dürft auch erst rüber rushen, also auf die andere Seite, wenn ich sage Go. Dann dürft ihr pushen, so. Davor dürft ihr das noch nicht. Komm, ist egal. Ihr dürft auch gerne jetzt schon pushen. Ist mir egal. Und ich glaube, hier wird richtig viel Action geben, da wo wir jetzt gerade sind, weil die Zone geht jetzt genau so und die ganzen Skins unten, das sind, glaube ich, die blauen gewesen, also Maus und Keyboard. Boah, wie viele hier sind. Guck mal, hier auch nochmal 2 Stück am Chillen. Bro, hier nochmal Bulldog, auch Controller-Spieler. Boah, jetzt glaube ich geht's langsam los. Hier oben sind schon die ersten blauen und ich glaube, die wollen jetzt da auch direkt reinpushen bei den roten hier, ne? Junge, die machen das richtig schlau. Guck mal, die bleiben alle zusammen. Bro, den Skin, den will ich auch haben. Werd dein Account scammen, werde ich. Ja, glaubst du mir nicht? Morgen gehört dein Account mir und ich werde dir deinen Rüskin abziehen. Da sind die ersten blauen. Ja, die werden auf jeden Fall verlieren. An eure Stelle würde ich hier abhauen. Ihr seid zu wenig. Eure Leute sind noch gar nicht mal da. Ja, die kommen langsam alle von der Seite, aber jetzt gerade sind die roten auf jeden Fall in der Überzahl. Wenn die jetzt pushen, dann könnten die das auch eigentlich gewinnen, so, weil die anderen sind gerade sehr wenige Leute. Guck mal, die chillen alle hier auf einem Fleck, ne? Wenn hier einer Donner reinmacht, dann ist vorbei, Leute. Dann ist vorbei, Leute. Ich sag euch nur,
nur, wie es ist, ne? Hier haben wir auch noch einen blauen, Digga. Er ist mit Sniper, oder wie? Ja, ja. Nee, der hat doch keine Sniper. Hat der nicht. Ja, mich siehst du nicht. Ich bin jetzt im Spectator-Code, wieder siehst du zurückgedreht, dann nur so zu gucken, ne? Boah, Alter, wie die rushen, Digga. Guck dir das an. Oh mein Gott. Ada, was machst du da? Die Roten kommen jetzt zu dir. Ja, die hauen jetzt ab. Die hauen ab. Oh mein Gott, ich fühle mich hier gerade wie bei, wie heißt der Film nochmal, Guardian of the Galaxy? Nee, wo die auf einmal alle aus der Höhlen und aus den Höhlen und so rauskommt. Genau so ist das hier gerade irgendwie, Real Talk. Guck mal, bei den Roten sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12. Okay, es sind aber 60 Spieler, ne? Keine Ahnung, schwierig. System on High Ping. Nee, bei mir auf Madeira habe ich auf jeden Fall keinen guten Ping. Oh, Splatty leider schon dead von Russik. Oh mein Gott, wie die alle drei direkt hier reingehen, ne? Yo, richtige Geier. Juan und Crimson chillen hier auch zusammen. Boah, Digga, der Skin ist schon heftig. Das ist momentan der beliebteste Skin, glaube ich, in Fortnite. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber das ist, glaube ich, der beliebteste momentan. Bro, Crimson, bist du dir sicher, dass du genau dahin gehst, wo die ganzen Roten sind? Das überlegt er sich dann doch nochmal zweimal. Und hier hinten auch alles rot, ne? Crimson, geh da schnell weg. Lauf schnell weg. Nein, geh doch nicht dahin. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob der hier noch entkommen wird. Nein, das war's. Da ist der Erste, der wird den jetzt aufhalten und die anderen werden jetzt auch alle reingehen. Oder der kriegt Verstärkung von dem Block. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde? Yo, Bro, du denkst erstmal so, was geht hier ab? Und dann kommen die von hinten und machen den Sneaky-Luck. Krank. Digga, es macht auch voll Spaß zuzugucken, wenn solche Momente kommen, ne? Holy shit, krank. Aber ich glaube, Albo wird jetzt ein bisschen Probleme haben. Vor allem, ich weiß nicht, wie gut die beiden hier sind. Aber Albo ist auf jeden Fall ein guter Spieler, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wo der hin ist. Die bauen sich hier was, weiß ich nicht, für eine Ramp, um die Roten abzufarmen. Und die Roten kommen so von der Seite, Digga. Krank. Wir gehen mal einmal kurz durch. 27 Spieler leben noch. Das sind halt zu viele. Und keine Materials mehr. Ja, Bro, da kannst du nichts machen. Das sind einfach zu viele. Wir gehen mal einmal kurz durch. Wie viele Spieler leben überhaupt noch von den Roten, von den Blauen? Blau, Blau, Rot. Wer ist hier? Rote sind hier auch noch in Grimgate. Hier haben wir noch ein paar Blaue auf der Insel. Blaue im Auto. Blaue hier. Rote. Es ist noch nichts entschieden. Blau. Leute, es ist noch nichts entschieden. Echt nicht. Also ich glaube jetzt gerade die Blauen, die sind in der Überzahl, aber bei den Roten... Oh mein Gott, ja okay, die haben den im blauen Team, ne? Pass auf, der ist gut, ne? Ja, Digga. Siehst du, guck mal. Der macht diese ganz anderen Tricks, Bro. Er macht die Wand auf, springt dann mit dieser Medaille rein. Krank. Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht. Leben noch überhaupt Rote? Ja, ein paar Stück leben noch vereinzelt. Hier ist einer, der heißt Inan. Ja, zwei Leute hier noch. Ne, zwei, drei Leute sind noch in Grimm. Das sind die, die wir gerade beobachtet haben. Und Kobold auch. Oh, und Rustik haut da vorne auch ab. Sneaks und so kommen aber auch direkt aus dem blauen Team hier hin. Und Mako ist jetzt hier, ne? Guck mal, der hört die Gegner, ich schon. Das war's, glaube ich. Ja, das war's. Juan hat ihn geholt. GG. Haben wir jetzt hier überhaupt noch ein paar Rote oder sind alle dead? Da vorne scheint noch irgendwo einer zu sein, weil die dem hinterherlaufen. Ne? Kann das sein? Ja, hier ist noch ein Roter. Nein, ist das der letzte? Blau, blau, blau. Blau. Da ist auch noch ein Roter gewesen. Der wurde jetzt auch gekillt. Ja, stimmt, in Grimgate. Nein, das war's noch nicht. Oh, aber das war's, glaube ich, doch schon. Aber einer versucht sich hier noch ja, ein bisschen zu retten, ne? Oh, ich habe den jetzt einmal geleakt, wo der ist. Und jetzt gehe ich auch direkt von denen weg. Vielleicht kann er ja jeden einzeln nochmal so hochnehmen, wenn die alleine sind. Aber ich glaube, das wird nichts. Ja, die suchen schon Bulldog. Ja, ja, das war's. Die erste Runde geht auf jeden Fall an Team Blau, ne? Ja, hier liebt auch noch ein Roter, ne? Zwei Rote leben noch. Das bringt auch nichts, jetzt es hier hinauszuzögern. Ich sag euch ehrlich. Also die Roten, das bringt nichts. Ihr werdet eh verlieren. Bringt nichts. Ihr seid zu wenig. Bulldog und Reason. Das sind die beiden letzten. Guck mal an die Blauen, ne? Teilt euch mal so ein bisschen auf. Ja, Reason ist dead. Ja. Nee, doch nicht. Hä? Warum wurde mir das hier angezeigt? Ja, das war's hier. Jetzt mal an. Was willst du dagegen machen? Dagegen kannst du nichts machen. Guck mal. Aber ey, der lebt immer noch. Was macht er? Er trickst alle aus, alle vier. Wo ist der? Da, guck mal unten, Digga, niemand sieht den. Oh mein Gott. Okay, hier sind ja auch viele Fußschritte, ne? Noch lebt der, Leute. Ey, noch lebt der. Noch lebt der. Kann er nichts machen. Junge, er ist so ein Camperlachs, ne? Ohne Spaß. Guck mal, wie die den jetzt hier suchen. Ich glaube, ja. Oder?
Nee, hier nicht. Guck mal, wie die den hier suchen, Bro. Ich habe extra Dings ausgemacht, die Namen, damit man den jetzt hier nicht findet. Boah, Alter, ich will hier drunter auf jeden Fall nicht sein. Guck dir das mal an. Ah, hier sind ja alle blaue. Die werden jetzt hier alles abbauen. Und die Zone geht jetzt sowieso los. Er muss jetzt moven. Der lebt aber noch. Alter. Bulldog sieht auch schlecht aus, ne? Das sind die letzten beiden Roten. Sneaks hat Bulldog jetzt gekillt. Jetzt ist nur noch ein Roter. Denkt dran, gleich Scrims, ne? Die Blauen dürften sich aber noch nicht killen, weil ein Roter lebt noch. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Komm, einen musst du noch mitnehmen. Komm, einen musst du noch killen. Keine Materials mehr. Es ist sowieso vorbei. Ist halt einfach zu viel gewesen. So, jetzt die Blauen, bereitet euch vor, geht in die nächste Zone, baut euch eine Bock und wenn ich los sag, dürft ihr fighten. Ich hoffe, ihr habt genug Mats und so noch. Die PC-Spieler haben halt gewonnen mit 14 Spielern, ne? Also ist halt echt schon, ist halt einfach überlegener. Obwohl man eigentlich davon ausgibt, dass es mehr Controller-Spieler gibt, ne? Ich denke mal, es haben mehr Controller-Spieler gelebt, aber im Endeffekt sind halt einfach PC-Spieler besser, ist halt einfach so. Kann man, das ist halt einfach logisch. Aber man kann auf Controller auch sehr, sehr krass spielen, ne? Ist klar. Also da wollen wir jetzt hier nichts sagen. Okay, seid da bereit. Und jetzt gucken wir noch, wer hier der beste PC-Spieler in der Runde ist. Alles erlaubt, Leute. Geht los. Ihr dürft euch jetzt killen, wenn ihr wollt. Ja, jetzt können wir es so machen, dass der Gewinner nochmal 1000 V-Bucks von mir bekommt. Komm, machen wir das so. Gewinner bekommt 1000 V-Bucks von mir auf entspannt. Oh, für die lebt auch noch, Junge. Krass. Boah, der macht so schnelle Edits. Ich check das nicht. Guck mal. Boah, wenn der das alles... Der hat auch voll... Weiß ich nicht. Der hat so hohe Maussensibilität. Bei dem zack, 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 zack. Ist einfach nur krass, wie er editiert. Echt. Wenn er noch mal ein bisschen so... Der könnte auch richtig gut werden. Pro-Spieler so mäßig. Der muss aber ein bisschen so Taktik und so üben. Und der darf nicht so oft beim Editieren fällen, weil der fällt ab und zu rein. Guck mal, siehst du genau hier. Aber guck mal, wie schnell der das macht. Das ist krank. Oh mein Gott. Aber das ist auch krank, dass die Zone jetzt kommt. Oh, yo. Hat sich nochmal gerettet. Wenn der Snipe-Schuss reingegangen wäre, wäre vorbei gewesen. Sneaks, Nico, Redson, Snow, Daimo, Hyrox, Frosty und Würde. Der muss jetzt halt in die Zone move, ne? Guck mal. Guck mal. Digga. Guck mal. Wie schnell. Habt ihr das gesehen? Guck mal, wie schnell er die Edits aufgemacht hat. Guck mal. Hä? Heftig, ne? Sag mal ehrlich. Aber taktisch ist der halt, glaube ich, nicht so krass. Einfach nur krank, Digga. Real talk. Die Taktik fehlt und ich glaube, ich weiß aber nicht. Ich glaube, das Aim. Aber dafür die Edits, Alter. Überkrank. Einer der Besten, wenn nicht sogar. Ja doch, was heißt einer der Besten? Halt einfach flink. Der flinkste. Hyrox auch richtig krass, ne? Oh, yo, GG. Zwei mythische Waffen mit, genug Blue Life noch und zwei Medkits auf Heal auf Basis. Da haben wir nochmal WD, Digga. Er gönnt sich nochmal auf Heal. Okay. Ja, und da ist leider WD Dead jetzt nur noch Sneaks. Wird gewinnen. Guck mal, wie schöne Edits. Junge. Hyrox hat jetzt einfach zu wenig Leben. Der hat sich um den anderen Gegner gekümmert. Das war's, Digga. Ein bisschen Freebits oder was? Papa, papa, papa. Papa, triple, flippe, bam, 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 quattro. Runter nochmal, rechts, links. Heftig. Also, wir halten fest, in der ersten Runde haben die Maus- und Keyboard-Spieler gewonnen. Mit gravierendem Unterschied. Und der beste von denen in dieser Runde zumindest ist Sneaks gewesen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall noch eine zweite Runde rein, Leute. Ich bin gespannt, was für Taktiken sich da jetzt ausgedacht werden. Let's go, Junge. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele jetzt hier rausspringen werden. Ist auch gut, dass der Bus genauso fliegt. Ja, man sieht leider die ganzen Spieler auf der Map nicht, ne? Das ist ein bisschen blöd gemacht von Epic Games, dass sie das jetzt so gemacht haben, dass man nur diesen Wiederholungsbereich hat. Das hatten die vorher irgendwie ein bisschen anders. Hier, drei Lamas sind hier auf jeden Fall. Da haben die roten Spieler ein bisschen Glück, würde ich sagen. Und die blauen haben leider nur ein einziges Lama, ne? Hier vorne ist eins. Fadi the Goat. Ich glaube, der ist gut. Team Blau. Milok 31er. Roter Skin. Wow, was hast du für eine Frisur? Oh, richtig cooler Typ. Die beiden teilen nochmal hier ein bisschen Munition und so, okay. Crimson war blau, ne? Ja, der war blau. Level Schleer. Oh, jetzt kann man hier die beiden sehen. Das ist krass. Okay, jetzt ist das hier wieder verschwunden. Ja, das ist halt so die Sache. Guck mal, jetzt gehe ich hier rüber. Jetzt gucke ich hier zu und die verschwinden jetzt gleich. Achte drauf. Zack, jetzt verschwinden die auf einmal. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Wäre am besten, wenn ich echt die ganzen Spieler halt sehe, ne? Weil dann sehe ich auch, wenn einer am Fighten ist oder sowas, so sehe ich das halt nicht. Und ich kann hier jetzt nicht einfach in die Mitte swappen. Ne? Dann muss ich hier halt so mich durchmogeln, bis ich jemanden in der Mitte habe. Zack. Und hier sind ein paar Stück gelandet schon. Ja, hier in Grim Gates ist halt Action, ne? Da müsst ihr euch sicher, also wenn ihr hier gelandet seid, hier ist halt einfach Action. Hä?
Der ist grau. Oh mein Gott. Oder bist du farbenblind oder wie sieht's eigentlich hier aus? Du hättest einen roten Skin nehmen müssen oder einen blauen. Dich darf halt jeder killen, ne? Du wirst von Blau und Rot gejagt. Der hat das safe vergessen. Deswegen dürfen dich beide killen. Habe ich ja auch so am Anfang gesagt gehabt, ne? Wenn man nicht ganz genau identifizieren kann, in welchem Team man ist, dann ist man gar kein Team. Dann ist man ein drittes Team. Und ein drittes Team dürfen die anderen Teams alle angreifen. So ist das leider. Aber in Grim Gates ist kein roter Spieler gelandet. Obwohl die hätten sogar hier landen können. Weil hier ist ja so zone-mäßig, ne? Hier dürfen alle landen. Ich habe wieder den Eindruck, dass die Blauen wieder gewinnen werden. Obwohl im Mount Olympus sind auch relativ viele, ne? Guck mal hier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, okay, 12 Stück von 92 Spielern. Puh, schwierig. Aber ich glaube, hier sind mehr Spieler als in der ersten Runde drin, ne? Marco, warum bist denn du jetzt Team Rot? Oder bist du auf Controller geswitcht? Oder war der schon immer Team Rot? War der nicht letzte Runde Blau? Der ist auf Controller gewechselt. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Ist ja erlaubt, ne? Dann haben die Roten jetzt nochmal ein bisschen Verstärkung von einem guten Spieler. Bro, was seid ihr denn für Killer? Nion. Wie krass ist das denn gewesen? Ihr dürft jetzt auch schon rüber pushen. Also wenn ihr fertig mit Looten seid, dann dürfen die Roten von unten jetzt gerne wieder nach oben gehen. Und die von oben, die Maus- und Keyboard-Spieler nach unten, die Blauen. Ich glaube, hier wird dick gefightet. Genau hier. Wir gehen da auch direkt hin. Macht die Drohne frei und wir gucken uns das sofort an. Oh mein Gott, wie viele Leute sind hier? Oha. Das ist echt so strong, wenn wir solche Formate machen. Digga, jetzt geht's hier aber richtig los, ne? Ey, passt auf. Ich guck euch jetzt zu, wenn Team Blau jetzt hier gleich einen Überraschungsangriff macht, ne? Das kann jederzeit passieren. Ich warne euch schon vorher, aber ihr müsst da echt aufpassen. Ey, wie viele Rote sind hier bitte? Ey, Leute, hier sind ja gar keine blauen Spieler. Hä? Was? Da kommen auch noch welche. Ey, yo. Bro, also ich sag dir ehrlich, Blau hat verloren. Blau hat verloren. Blau hat verloren. Jetzt mal ohne Spaß. Warte mal, ich mach mal die Namen aus, damit man mal sieht, wie viele Rote hier sind. Oh mein Gott, Bro. Also ich sag, Rot wird gewinnen. Ey, nicht mit Auto reinfahren, was macht ihr? Nicht. Heilige Makrele, Bro. Guck mal, ob von Seite schon irgendwo ein paar Blaue kommen. Nee, hier sind auch noch ein paar Rote auf dem Zug. Ist das ein Blauer? Ist auch ein Roter. Wann kommen denn die Blauen? Sind die übrig? Hier sind doch gar keine. Ach so, okay, hier sind ein paar Blaue. Ja, also ich würde sagen, die Roten, die bauen sich jetzt hier eine Base und die Blauen müssen pushen irgendwie, ne? Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier jetzt, was hier irgendwie Sinn macht, ne? Boah, das ist die ganze Lobby. Wir können die zweite Runde schon... Wie viele Spieler sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 4... Das sind bestimmt 50 Stück. Minimum. Die sind halt hier safe, weil außenrum sind überall die Roten. Ich würde nicht die Mets vorbasten. Am Ende geht es nochmal darum, wer ist der beste Controller-Spieler hier in der Runde. Oh, okay. Hier sind ein paar Blaue, die jagen schon einen roten Skin. Die Blauen sind schon in der Nähe. Die sind hier oben und hier sind die ganzen Roten, okay? Okay, okay, okay. Dead by Zorno ist leider dead. Wen haben wir hier oben? Sind hier überhaupt ein paar Blaue am Leben? Wir gehen mal durch. Rot, 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 blau, rot, 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 blau, rot, blau, blau. Okay, hier sind doch ein paar Blaue. Bulldog, der Rote wird hier gerade ein bisschen gejagt. Hier sind die ganzen Blauen, Leute. Hier sind die ganzen Blauen. Das sind aber nicht viele jetzt gerade, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, diese Runde werden echt die Roten gewinnen. Was sagt ihr, Leute? Rot oder Blau? Rot oder Blau? Was wird gewinnen? Ich würde auch sagen Rot. Ja, ja, obwohl hier sind auch ein paar Blaue, ne? Wie viele? Ja doch, hier sind auch ein paar Blaue, Leute. Ich weiß nicht. Aber das ist halt eben so die Sache. Letzte Runde haben halt die PC-Spieler gewonnen, ne? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt kommen die Blauen von hier. Oh, guck mal, wie viele Blauen. Die Blauen kommen jetzt von hier. Oder was machen die jetzt hier? Ja, die Blauen werden jetzt hier, glaube ich, in Richtung Rot gehen. Wir machen mal die Drohne frei. Und jetzt hier ist die Konfrontation. Junge, die haben hier was weiß ich nicht gebaut. Einer wurde schon von Skybase runtergeschossen. Ey, ihr könnt auch bis zum Ende auscampen. Mir ist das egal. Und am Ende erst fighten, ne? Also ich sag euch ehrlich, wenn Controller-Spieler jetzt hier gewinnt, dann haben die echt mehr als krass gewonnen, ne? Und dann allgemein hat dieses Turnier dann für mich Controller gewonnen. Weil ihr seid ja absolut in Überzahl. Ey, die Roten sollen sich mal aufteilen hier. Geht mal pushen. Traut euch. Ich will nicht wissen, wie das hier am Laggen ist. Jawohl, genau so will ich das sehen. Genau so. Ja, Digga, Ryan ist schon dead, ne? Ja, ja, den haben die jetzt dead. Der erste Blaue ist schon weg. Beziehungsweise ist nicht der erste, da sind bestimmt schon mehr gewesen. Luca zieht mit Donner hier durch in Richtung Blau. Die hat auch sogar gut getroffen. Kam auch direkt ein Laser hinterher. Die Blauen nehmen sich hier nochmal den Loot auf Schnellbasis. Okay, da kommt direkt der nächste Blitz. Oh mein Gott, auf 5000 Kilometer Entfernung. Ich glaube, mit dem Blitz kannst du 350 Meter weit schießen. Mehr geht nicht. Und hier sind jetzt die ganzen Blauen. Hier ist die blaue Base. Muss ich dazu noch was sagen? Eigentlich nicht, ne? Aber wie kann das sein, dass in der ersten Runde
so wenig Controller-Spieler waren und in der zweiten Runde auf einmal so viele. Ja, und was er hier ist, okay, den würde ich jetzt als rot zuordnen. Ist aber auch ein bisschen grün irgendwie, ne? Sturmflut, Leute. Ihr könnt euch gerne mit Erntewerkzeug anheben, so. Also auch untereinander, aber nur mit Erntewerkzeug. Und wenn du einen Hit gibst, dann musst du dich auch einmal von dem anderen hitten lassen. Oder ihr geht halt jetzt die andere Gegnerbasis pushen, ne? Die Blauen haben jetzt ein kleines Problem, weil die müssen jetzt hier in die Zone. Wenn die Roten jetzt hier so eine Base bauen, dann ist vorbei. Weil die ganzen Blauen, die sind in der Zone. Ja, die haben jetzt voll die Probleme, ne? Oh mein Gott. Hier außen haben wir auch noch einen Experten, einen Roten. Guck mal, hier sind die ganzen Blauen. Hier sind die, der größte Teil sogar, der, glaube ich, der ganzen Blauen. Massimo pusht jetzt auch noch rein in die auf die Insel, wo die ganzen Blauen sind. Hier sind fast alle Blauen. Hier sind 7 blaue Leute. Aber die machen das nicht schlecht, weil die hier im Busch sind. Das ist nicht schlecht. Ja, ich würde auch, guck mal, die ganzen Blauen, die gehen jetzt hier zu der Insel. Das ist sehr schlau, aber trotzdem. Das können die sowas von vergessen. Ey, wie die auch alle nur am Chillen sind, ne? Die fighten auch gar nicht mehr. Guck mal, die sind sich schon siegessicher. Guck mal, die beiden hier auch, Benji, Julian und Kern, die chillen hier in die Ecke zusammen, machen so einen chilligen, denken so, ja, ein bisschen abchillen, ja, ja. Solid macht wenigstens noch hier ein bisschen Druck. Der denkt so, ey, ist es noch nicht sicher, dass wir gewonnen haben? Hier kommt jetzt aber noch eine andere Welle, die ein bisschen reinpusht. Aber eins muss ich sagen, die Blauen sind viel angriffslustiger gewesen in der letzten Runde. Die Roten sind so auf Camperino-Luck. Die Blauen haben immer, guck mal, die Blauen, die machen wieder hier so eine Base. Guck, siehst du das? Guck mal, die Blauen, die machen so Taktik, die probieren. Und wenn die Roten so rumchillen, dann werden die Blauen wieder gewinnen, auch wenn die weniger sind. Boah, aber Skybase jetzt bauen, ja, über Wasser, okay, macht doch schon Sinn. Können die ein bisschen moven in die Zone, ne? Müssen aber aufpassen. Julian zieht hier auch nochmal durch. Ach, hier vorne haben wir auch noch ein paar blaue Exemplare. Lily, Tex, Sneaks, Alex, stark. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber die können das noch gewinnen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt die Spiele aufteilen müsste, dann leben jetzt gerade 15 blaue Spieler und irgendwie 40 normale rote Spieler. Irgendwie so. Auch wenn das mit den Spielern, die jetzt am Leben sind, nicht übereinstimmt. Stimmt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, auf das Verhältnis. Sturmflut-Tope. Ey, ich fühle mich ja hier wie ein FNCFS, was hier gebaut worden ist. Digga, wo sind wir hier? Leute, wo sind wir hier? Aber es leben immer noch blaue Spieler, ne? Noch dürfen die Roten sich nicht untereinander killen, weil die ganzen Blauen noch am Leben sind. Wir gucken mal einmal kurz, wie viele Exemplare wir noch finden. Ein, also 2 Stück, gerade hatten wir schon ein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 blaue. Boah, das ist echt Hochhaus für Rot, ne? Wenn die das... Alter, ich sag euch ehrlich, wenn die Blauen das jetzt noch klären, dann kriegt jeder von denen 1000 V-Bucks. Ohne Spaß. Jeder. Wenn die Blauen das jetzt noch... Aber das ist, das ist so gut wie unmöglich. Also das wäre echt ein Change, Junge, ganz anders. Ah, Zakaria, schade. Muss halt immer aufpassen. Von hinten können auch welche kommen, ne? Hey, in der ersten Runde war einer, der hieß drinne System auf Nullerping oder so. Und jetzt Systems Bomberjet. Was ist das? Was ist ein Bomberjet, Leute? Was ist ein Bomberjet? Macht er so Bomben im Jet, oder wie? Okay. Weiß ich Bescheid. Oh mein Gott. Den hat der stark Loot nochmal. Crimson sehr strong. Leben aber immer noch ein paar Rot. Ja, ein paar Blaue sind aber auch noch am Leben. Deswegen, ich würde noch nicht sagen, dass hier vorbei ist. Die Blauen, also die sind echt in der Unterzahl, aber die könnten noch... Obwohl, es lebt nur noch Erne, nur noch Crimson. Ein Blauer nur noch. Ich gucke dem Blauen jetzt auch extra nicht zu. Wenn hier oben links steht, dass Crimson dead ist, dann ist er dead. Weil sonst würden jetzt alle auf ihn gehen. Crimson, wenn du das schaffst, kriegst du von mir 100.000 V-Bucks. Ich sag dir ehrlich. Okay, er ist leider gestorben. Das war's, glaube ich. Ja, Leute, baut euch mal alle jetzt eine Box, die ganzen Roten. Baut euch bitte eine Box. Jetzt wollen wir noch herausfinden, wer der beste Controller-Spieler ist. Aber Controller hat schon gewonnen. Einer hat halt keine Materials mehr, ne? Und das ist halt die Sache. Ihr solltet eure Mets nicht verwasten. Das habe ich am Anfang auch gesagt gehabt, ne? Oder halt chillt euch in irgendeine eigenen Box rein. Let's go, ihr dürft anfangen. Let's go. Alle gegen alle. Wer ist in der Runde der beste Controller-Spieler? Ethan geht rein. Oh mein Gott. Der Spray-Lux funktioniert immer. Schnell Medkit rein. Oh mein Gott, die Zone. Zum Glück hat er diese Zeus-Geschichte zu moven. Das hat den jetzt richtig gerettet. Ist immer übel OP im Endfight. Benedikt sich auch noch hier am Hochhirn. Okay. Der hat halt keine Materials, ne? Ja, Bruder, er ist so ein bisschen verwirrt gewesen, so, yo, ich werde von Seite angelasert, ich probiere nochmal zu bauen, aber er hatte ja nichts. 6 Gegner noch, Benji Julian baut sich hier eine Skybase, der wird gewinnen. Skybase wird meistens immer gewinnen, außer jemand schießt den runter. Ich glaube, der hat den im Stream gesehen, dass da jemand Skybase gebaut hat, deswegen schießt er, ja, safe. Oh, stark, ja, durchkehren, habe ich auch noch nie im Endfight gesehen. 3 Gegner nur noch, durchkehren, Benji, Julian und Redstone auf den ersten. Also High Ground, hat auch noch 2 Medkits mit, geht bestimmt noch viel off. Oh, Benji hat aber fast kein Green Life, ne? Ja, der wird gewinnen, der wird doch viel off gehen. Ja, guck mal.
Ey, der wollte auch gar nicht mal fighten, Digga. Ja, ist halt ausgetrickst, ne? Also, in der Runde haben auf jeden Fall die Controller-Spieler gewonnen und die waren auch einfach zu viel. Also, das waren fast doppelt so viele, muss man einfach so sagen, wie es ist. Redstone hat sich nochmal hier die 1000 V-Bucks geholt und, ja, ich würde sagen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst euch ein Like da, ich würde sagen, haut da rein.